Nina und Rei sind auf diplomatischer Mission, denn der Benny ist immer noch in Ungnade gefallen. Und wir müssen beim König jetzt endlich mal Erlaubnis finden, von wegen, dass wir zu den östlichen Ländern dürfen, damit wir zum Götterturm kommen, beziehungsweise Angel Tower. Wir wollen ja zum Angel Tower, um mit dem Gott von Gar zu reden und dann zu klären, warum die Brut vernichtet werden sollen und so. Und ihr wisst das ja, richtig komplizierte Story hier bei Breath of Fire 3. Dazu müssen wir aber erstmal zum Schloss gehen. Prinzessin Nina, willkommen zu Hause. Jo, mach mal auf hier, danke. Ich habe gehört, ihr seid zu den Plantagen gegangen. Der König erwartet euren Bericht hier entlang. Ja. Ich weiß, ich denke doch mal, die Prinzessin weiß, wo es im Schloss lang geht. Und ja, das kennen wir schon hier aus der Kindheit hier. Und was ist mit der Plantage? Nun ja. So, du glaubst also, dass die verbesserte Ernte hier gefährlich ist. Dann vielleicht sollten wir die Plantage dann abschalten. Ich danke dir, Nina. Guter Job. Ich habe das nicht ganz alleine gemacht. Ich war nur in der Lage, die Mission abzuschließen mit der Hilfe von Rei. Erhebe dich, Meister Rei. Ich danke dir für deine Unterstützung. Wenn das, was ich gehört habe, korrekt ist, möchtet ihr zu den östlichen Ländern reisen, richtig? Wir werden einen Pass vorbereiten. Währenddessen erfreue dich hier an unserem Schloss und mach dich einfach gemütlich, okay? Meister Rei, diesen Weg bitte. Oder folgen Sie mir einfach. Ich werde euch eine Tour durch das Schloss geben. Ja, und wie jetzt? Benny bekommt jetzt nichts? Was ist mit Benny? Benny ist doch der Held in dieser Story. Benny bekommt gar nichts. Ich meine, was hat Rei eigentlich getan? Was hat dieser Schnösel eigentlich getan? In den letzten Parts, da war er gar nicht da. Was hat er überhaupt auf der Plantage gemacht? Nichts hat er gemacht. Und der Benny, der bekommt keine Anerkennung. Überhaupt nichts. Och nö. Das gibt's doch nicht. Und wer bist du? Dich habe ich noch nicht gesehen. Oh, Prinzessin Nina, wir sind so glücklich, dass ihr sicher zurückgekehrt seid. Ich bin so glücklich, euch wiederzusehen. Ja, wer auch immer du bist. Ich frage mich, ob da verbessertes Getreide in diesem Essen ist. Na, hoffentlich nicht. Ich will ja jetzt nicht an irgendwelche komische Erkrankungen leiden. Das wäre höchst kacke. Na, das sieht langweilig aus. Nichts. Ja, haben wir schon als Kind irgendwie alles ausgeraubt und in all den Jahren wurde das auch nicht aufgefüllt. Nein. Wir arbeiten immer noch hier an dem Pass. Ja, dann macht mal hinne hier. Wir wollen ja schnell vorwärts kommen. Und was hast du denn da? Ich frage mich, wie groß die Welt eigentlich ist. Oh, die Welt. Ja, von der Welt kann ich dir viel erzählen. Ich war ja schon überall, also die Welt, die ist richtig groß, du. Und unsere Erde ist so eine kleine Stecknadel im ganzen Universum. Nicht mal eine Stecknadel. Das ist, wir sind so wie ein Bakterium im großen Ganzen. Im großen Universum. Das irgendwann komplett erforscht werden soll durch mich. Ja, träum weiter, Benny. Du bist schon tot, bevor du das Sonnensystem verlassen kannst. So viele Lichtjahre dauert es, dann bin ich bereits tot, bevor ich das Sonnensystem verlassen habe. Und schneller als Lichtjahr geht ja eigentlich nicht, außer warpen. Aber darüber wollen wir jetzt nicht diskutieren. Da kriege ich ja schon langsam Kopfweh. Das müsste eigentlich Ninas Zimmer sein.
Ninas Dresser, also Kleideschrank und so. Ja, komm Nina, pack's aus. Pack die schmutzigen Sachen raus. Wir wissen, dass du sie da versteckst. Och Gott, wäre der Benny jetzt hier, dann wären wir schön alleine am Kamin und ja, ihr wisst schon. Och Kacke, Rei. Ich kack auf dich. Ich kack einfach so auf dich, Rei. Mann, ey, du hast das ganze Heldentum gar nicht verdient. Überhaupt nicht verdient hast du das. Mann. Und der Benny, der wartet jetzt draußen. Ja, jetzt treiben wir es noch auf die Spitze hier. Nina und Rei stehen hier so draußen. Der Rei schreit, ich bin der König der Welt. Und Benny steht da unten und denkt nur, what the fuck. Gut, dann gehe ich mal weg hier. Ihr braucht mich ja sowieso nicht. Herrsche. So in etwa können wir uns das vorstellen. So, aber wo soll ich denn eigentlich hin? Ich meine, Tour durchs Schloss, also das kann ja ewig dauern. Wir wissen ja, wie groß das Schloss ist. Na, aber gut. Ich meine, irgendwo müssen wir doch jetzt hin, ne? Ja, wir sind noch nicht runtergegangen zur Küche und so. Da könnten wir eigentlich hingehen. Gut, dann, so, da runter, bitte. Ah, das scheint richtig gewesen zu sein. Dies ist der Untergrund oder Keller des Schlosses. Die Küche ist in dieser Richtung. Und die Kerker sind in dieser Richtung. Wenn wir schon über die Kerker reden. Benny wurde da einmal reingesteckt, als er noch klein war. Ja, der Benny, der war schon von Anfang an ein ganz schlimmer Finger. Ein richtiger Gangster. Hey, was ist das? Irgendjemand verfolgt uns. Mäuschen? Hast du uns etwa wieder verfolgt? Mäuschen hat mich schon einmal hierhin verfolgt. Ja, wir erinnern uns. Die Reise der kleinen Nina mit Mäuschen. Sie hat versucht, vor mir wegzulaufen. Und am Ende sind wir vom Balkon runtergefallen. Naja, ich denke, selbst so ein Teil wie das da hat vor etwas Angst, richtig? Vielleicht Balkone. Vielleicht. Ich werde sie mal packen und dafür sorgen, dass sie nicht mehr so viel hier rumläuft. Okidokili, dann passen wir mal ein bisschen auf Mäuschen auf. Ich dachte, ich hätte euch mit irgendetwas Maschinenartigem gesehen. Alles eine Illusion. Alles eine Illusion. Das war Illusion. Du hast nichts gesehen. Du hast nichts gesehen. Und wenn du daran zweifelst, dann kannst du ja das Galileo Mystery Team rufen. Die werden dann die wichtige Frage stellen, was die Illuminaten damit zu tun haben. Oh Gott. Isst du auch richtig? Du wirst keine Energie haben, wenn du nicht richtig isst. Ja, Leute. Schön essen. Was auch Mutti auf dem Teller drauf tut, das esst ihr gefälligst. Ohne Ausnahme. Auch das leckere Grünzeug. Das ist nämlich richtig gesund. Oh, ich glaube, davon packe ich noch ein bisschen ein. Von dem großen Fleisch. Nimm, nimm, nimm. Und weil ich als Vorbild agieren muss, nehme ich eine Karotte mit. So, okay. Das passt ja. Der Froschtyp ist ja immer noch da. Wo sind denn all die Vögel hin? Ich frage mich, ob jemand die mich isst hier. Sorry. Ich hab mir nur ein Huhn ausgeliehen. Ich hab nur ein Huhn ausgeliehen. Da oben ist eine kleine Maus. Hier unten wissen wir ja. Ach Gott, das haben wir ja alles mal erlebt hier. Ach Gott, was macht der Benny nur währenddessen draußen? Ist eigentlich eine gute Frage. Was macht er denn eigentlich so? Und was ist hier? Das haben wir immer noch nicht geklärt. Es sieht so aus, als sei ein Art Altar hier drin. Ich frage mich, wozu er ist. Es ist verschlossen. Der Rei könnte das öffnen, aber... What the fuck? Vor dem Auge des Wächters gehen wir jetzt einfach hier rein. Okay. Von mir aus... Der Wächter hat bestimmt nichts gegen. Sieht so aus wie irgendeine Maschine.
Ja, okay. Dann gehen wir mal wieder raus. Jo, Wache, so weitermachen, okay? Lässt einfach so Leute rein, die schließen das auf und so, sagen so, hi. Und, ja, was machen sie da? Wir schließen gerade Schlösser auf. Ach so, bitte stören sie nicht die anderen dabei. Okay. Oh Gott, dieses Spiel ist auch so Schwachsinn. Das Spiel ist Schwachsinn. Aber deswegen lieben wir es ja so sehr. Aber gut, was macht der Benny jetzt da? Ich weiß nicht. Hüpft er ein bisschen auf einem Bein rum? Ja, ich glaube, der hüpft im Moment ein bisschen auf einem Bein rum. Aus Langeweile. Betrachtet Wolken. So, hier haben wir die Kerker. Och, die kann doch Reh auch gerne aufschließen. Laurel. Ja, was ist denn Laurel? Ich kenne Ariel, aber nicht Laurel. Was ist denn das schon wieder? Also nicht hier. Das bedeutet, es muss eine Rüstung sein. Ja. Wer kann es da tragen? Das frage ich mich gerade. Nina kann das tragen und das erhöht ein bisschen die Verteidigung. Okay. Nichts gegen. Bah, wer seid ihr denn? Ich bin wirklich ein schlechter Typ. Ehrlich. Ich wurde hereingelegt. Ja, ihr seht sehr komisch aus. Ne, das schließe ich nicht auf. Wir befragen gerade Mr. McNeil. Oh, das möchte ich auch gerne wissen. Sie haben mich benutzt. Balio, Sander, Mikbar, die waren dafür verantwortlich. Ja, ich wollte gerade mit dem Inspektor hier reden. Nach unseren Nachforschungen sind sie alle tot. Sie sollten froh sein, dass wir sie verhaftet haben, Mr. McNeil. Ja, sonst wäre der Benny vorbeigekommen und hätte euch alle umgebracht. Und an das Speicherbuch komme ich wohl nicht ran. Wie fies. Ist hier noch etwas? Nein, glaub nicht. Etwas in diesem Käfig? Nein. Ey. Ich stecke hier bei Wächterdienst fest seit dem Tag, nach all den Jahren, wo die Prinzessin Nina weggelaufen ist. Ja, die Prinzessin steht direkt hinter dir, du Mongo. Ja gut, jetzt haben wir doch, glaube ich, das Schloss durchkämmt. Ich glaube, mehr können wir doch nicht hier finden, oder? Und die lasse ich ganz bestimmt nicht raus. Die sehen schon irgendwie homo aus. Die sehen sehr komisch aus. Das mag ich nicht so richtig. Nee, das lassen wir mal lieber. Ja, jetzt gehen wir wieder hoch. Ich hoffe, das war's. Und ja, ich muss jetzt ein bisschen herumlaufen. Ich bin doch hoffentlich jetzt richtig. Ja. Arbeitet ihr immer noch dran? Die arbeiten immer noch dran. Ja, was wollen die denn noch, dass ich erforsche? Ja, was machen wir denn? Was im Schloss habe ich noch nicht erforscht? Also ich könnte ja mit dem König reden. Oder ich laufe mal hier entlang. Och, die kiffen? Was ist das denn? Ihr seid wirklich unglaublich, Prinzessin. All diese Probleme selbst zu lösen. Ja, nehmt euch mal ein Beispiel. Wir sollten besser vorsichtig sein, ansonsten sind wir joblos. Ja, das will ich doch mal sagen, besonders wenn ihr hier rumkifft. Das will ich ja mal überhaupt nicht sehen. König, was soll ich tun? Erzähl mal. Ich bin sehr froh, dass du jetzt große Taten vollbringst, während du hier erwachsen bist. Also,
Du solltest immer an deine Mutter denken, ja? Ja. Wo ist eigentlich die Mutter geblieben? Es gab doch vor ein paar Jahren mal eine Mutter, oder nicht? Wo ist die Königin hin? Du hast noch keinen Pass? Ja, ich weiß, dass ich noch keinen Pass habe. Aber stimmt, wo ist die Mutter eigentlich geblieben? Die muss auch noch irgendwo hier rumlaufen. Oder ist sie tot? Ich hoffe doch mal, dass sie nicht tot ist. Hast du jemand anderes von den Meistern gesehen? Ja, welche Meister? Was denn? Unser Training wurde nicht unbedingt einfacher. Ja, warum denn auch? Ja, wo ist denn die Königin? Das ist etwas, was mich jetzt ein bisschen stört. Die Königin muss irgendwo sein. Aber wo? Ja, zur Küche. Ich will aber nicht zur Küche. Oder wollen wir zur Küche? Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was ich will. Jetzt bin ich aber verwirrt. Wo könnte die Königin sein? Ist sie fut? Ich mache mir echt Gedanken drum. Dieser Typ, den ihr mitgebracht habt, er sieht wirklich gut aus, Prinzessin. Och komm, kuschelt doch miteinander und so. Toll, lass doch den armen Benny. Ja, der Pass wird bald fertig sein. Voll bürokratisch hier. Gut, dann setzen wir uns mal hin und warten, bis der Pass fertig ist. Das kann ja noch ein paar Tage, Wochen, Monate und so dauern. Hoffentlich ist er bis zum nächsten Part fertig. Bis dann.